Moin, moin, ich bin Nadine. Ich habe nie gelernt, dass Mama noch da ist, obwohl sie den Raum verlässt. Seitdem ich denken kann, ist meine Mutter Alkoholikerin. Und das hat sich gerade in jungen Jahren eben natürlich sehr auf mein Wesen ausgewirkt. Ich habe Misshandlungen, Vernachlässigungen erlebt und halt auch immer wieder, was sie nicht müde wurde zu betonen, das Ungeliebtsein. Das Ganze hat sich natürlich bis ins Jugend- und Erwachsenenalter reingezogen und auch als Konsequenz noch mehr unschöne Ereignisse mit sich gebracht. Ich habe ganz lange Therapie gemacht, 10 Jahre, und war trotz alledem irgendwann an der Sinnfrage, wozu lebe ich, wenn ich so ein Leid habe und jetzt die Dinge verstehe, aber nichts Gutes fühlen kann. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Glauben zu beschäftigen und habe mich dafür entschlossen, Jesus mein Leben zu übergeben. Ich habe mich hingesetzt, die Augen geschlossen und meine Füße ganz fest auf den Boden gedrückt und einfach darüber nachgedacht, was ich ihm anvertrauen kann, was einfach mein Leben so negativ beeinflusst. Und habe ihm alles erzählt, von allen Wunden, die ich erfahren habe, aber auch eben von allen schlechten Dingen, die ich anderen Leuten und auch mir selbst angetan habe, also meine Gemeinheiten und Dummheiten. Und ich habe ihn einfach gebeten, mich als sein Kind anzunehmen. Und plötzlich hat mich eine Flut von positiver Wärme überströmt. Das hat sich angefühlt, als ob in meinem Herz die Sonne aufgeht. Und ich hatte einen inneren Frieden und ganz viel Kraft und Stärke und wusste, dass Jesus ansprechbar ist für mich. Und seitdem bin ich eben mit Gott unterwegs. Nichts ist, wie es war. Ich habe Hoffnung in mir. Das ist eben ein Gefühl, was es vorher nie gegeben hat. Ja, es hat eine Zeit gebraucht und einige Gebete und auch die Beschäftigung mit der Bibel, eben das Lesen. Und die Barmherzigkeit, die ich durch Jesus erfahre, die konnte ich ab irgendeinem Punkt einfach auch meiner Mutter zurückgeben. Also es ist praktisch abgestrahlt durch Jesus. Und mittlerweile ist sie nicht mehr die verachtete Mutter, sondern meine Freundin. Also ich sehe sie einfach als dankbar an, weil sie hat mir das Leben geschenkt. Und ich kann auch erkennen, dass sie selber Probleme hat. Und es dreht sich einfach nicht nur alles um mein Inneres. Ich bin jetzt stark durch Gott und kann da einfach auch ganz wertvollen Umgang mit ihr hegen. Und dafür danke ich Gott und meine Mutter darf auch dankbar sein. Ich danke Gott, dass er jeden von uns lieb hat und dass jeder von uns, auch du, die Chance hat, ihn in sein Leben einzuladen, um ihn zu spüren, um mit ihm zu gehen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Kennenlernen. Mach's gut.